Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Kinocast. Hallo an alle Hörer, die über Spotify jetzt neu zu uns gekommen sind, nachdem die Innenstadtkinos so freundlich waren, für uns Werbung zu machen. Hallo Kate. Hi. Hallo Chris. Hi. Ja genau, liebe Hörer, das ist der Chris, der Geschenke-Chris, der die Älteren werden sich erinnern, als es noch eine Sneak gab vor vielen Jahren. Die Älteren unter euch. Ja, vor vielen Monaten. Vor Corona, das war kurz nach der Stummfilmzeit, also als, wir hoffen ja alle, dass es bald wieder losgeht, dann zwar nicht mehr in unserem geliebten Metropol, aber dann in Gloria. Wird auch sehr auch schön. Ja, und dann würde Chris wieder Geschenke verteilen. Aber sowas von. So riechen wie ein Terminator und so, ne? Ja. Er ist quasi der Weihnachtsmann für den Rest des Jahres. Er verteilt jeden Montag Geschenke. Sozusagen. Ja, das habe ich sogar immer noch bei mir im Auto hängen, dieses Terminator-Ding, sie da, diesen Duftbaum. Wenn du riechen möchtest wie ein Terminator. Und hast du also ins neue Auto mitgenommen? Das habe ich immer mitgenommen, ja, weil ich habe noch so ein Badge von damals von Universal Studios von Terminator. Wow. Der hängt da auch und natürlich ein VfB-Wappen hängt bei mir am Spiegel, alles dreist. Ja, das zieht immer mit um ins neue Auto jetzt. Das ist ja der Knaller, hey. Aber gut, es ist kein, ganz verrückter Hund, kein Auto-Podcast, sondern ein Film- und Kino-Podcast und solange wie wir leider nicht ins Kino gehen können, schauen wir uns mal Filme auf den diversen Streaming-Plattformen an. Natürlich unsere Lieblingsplattform in dem Sinne ist diese kino-on-demand.com, weil wir damit auch die Kinos unterstützen können. Da haben wir aber gefühlt schon alles durchgeguckt. Da müssen wir erstmal wieder warten, bis neues Material nachkommt. Deswegen sind wir mal für die aktuelle, in Anführungszeichen, Home Sneak mal auf Amazon Prime ausgewichen. Und da ist in der Flatrate ein Film verfügbar, der mir mal empfohlen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Den wird uns der Chris mal vorstellen. Der Film heißt Upgrade. Upgrade heißt der, vollkommen richtig, und er ist von den, aber jetzt muss ich kurz überlegen, von den Machern von Saw und, was haben sie noch gemacht? Echt? Okay. Ich dachte Saw. Doch, ich dachte Saw, cool. Ich dachte, das waren die mit Saw. Oh Gott, geht schon gut los, hey. Nee, das kann schon sein, oder? Doch, Saw-Autor und Insidious Chapter 3 Regisseur Lathe Whannell. Aha. So, die haben Upgrade gemacht, Film, der in der Zukunft spielt, wo wir Gray und Asha Trace kennenlernen, Logan Marshall Green und Melanie Vallejo, ein Ehepaar. Und Gray Trace, der Ehemann, ist ein Automechaniker, der bastelt gerne am Auto. Also wir sind in einer Zukunft, es ist alles digitalisiert. Die Autos fahren von alleine zum Großteil. Es ist alles super modern. Man kommt nach Hause und noch schlimmer wie jetzt unsere Sprachassistenten und so. Es ist wirklich so richtig schön in die Zukunft geblickt schon. Du hast keine Eier mehr. Kriegst du da gesagt. Ja. Und du hast keine Eier mehr. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Aber er hat es wenigstens zur Frau gesagt. Ne? Ja. Also wir lernen das halt kennen. Und Melanie Asher arbeitet für eine Firma, die auch so KI herstellt und daran arbeitet. Und Gray hat ein Auto fertiggestellt für Aaron Keen. Also wer jetzt an Elon Musk oder so denkt, die Parallelen sind rein zufällig. Aaron Keen, Harrison Gibbertson spielt den, hat also ein Auto für den zusammengebastelt und liefert das dann aus. Und auf dem Weg zurück im voll digitalisierten Auto, also Entschuldigung, man muss noch kurz dazu sagen, dass Aaron Keen der Chef einer Firma ist, einer der größten KI-Treiber-Firmen, der die besten hat, die beste Sache hat, die beste Software liefert, die beste KI liefert und ganz arg viel ja schon für die Menschheit getan hat. Also Asha, die Ehefrau von Gray, ist ein großer Fan von ihm und seiner Arbeit. Und ja, wie es dann eben so ist, auf dem Weg zurück im digitalisierten Auto kommt es zu einem Unfall und anschließend zu einem heftigen Überfall, bei dem die Frau von Gray ermordet wird. Nur Gray nicht. Gray darf überleben oder kann gerade so überleben, allerdings ist er querschnittsgelähmt. Woraufhin er eigentlich beschließt, dass er keinen Bock mehr hat zu leben, sondern er möchte eigentlich sein Leben dann auch beenden, weil seine Frau gestorben ist, der den Tod grausam miterleben musste.
Und da er sich auch nicht mehr bewegen kann, sieht er keinen Sinn dahinter. Und da kommt dann noch einmal Aaron Keen auf die Matte und bietet ihm an, hey, es gibt eine Möglichkeit, dir einen Chip zu implantieren, der hinten die Nervenbahnen wieder zusammenführt und es steuert. Und dann kannst du dich wieder bewegen. Und nach kurzer Überlegung lässt sich Gray auf diesen Deal ein und wird quasi dadurch zu einem menschlichen Cyborg. Und das ist der Moment, wo der Film so ein bisschen abbiegt in die Richtung Venom. Und das hat mir super gut gefallen. Das habe ich die ganze Zeit nämlich auch gedacht. Das ist wie Venom. Ne? Ja, weil der Chip spricht plötzlich mit ihm. Aber nur er kann ihn hören. Und auch nur wenn er Sachen ausspricht, werden die Kommandos auch durchgeführt. Und das ist dann es ist super skurril am Anfang, weil du denkst so, okay, was geht denn jetzt für ein Film? Und wenn du dann siehst, wie er eins wird langsam mit dem Chip, wie er auch die Bewegungsabläufe dann mehr so computertechnisch unterwegs ist. Also er bewegt sich tatsächlich mehr so wie ein Cyborg. Und das fand ich großartig umgesetzt. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, also diese Komponente. Und wie es dem auch ist, er möchte auf jeden Fall herausfinden, wer hat eigentlich meine Frau getötet. Und dementsprechend begibt sich der Mann, der eigentlich per Verschwiegenheitserklärung im Rollstuhl sitzt, noch als halb Mensch, halb Cyborg, begibt er sich auf die Suche nach den Mördern seiner Frau. Und das Ganze wird natürlich ein wenig blutig, kann man glaube ich noch sagen. Es ist ein Film, von der Idee her fand ich es echt cool. Also wie gesagt, er mischt da sehr, sehr viel Elemente von Venom mit rein. Er mischt ein paar Elemente von wirklich von Saw auch mit rein und von Insidious, einfach dieses Dunkle, dieses bisschen Gruselige, dieses teils sehr Makabere und dann aber auf diese schwarze Art humoristische teilweise auch. Weil du dir denkst, ach du Gant, nochmal, das kann so eigentlich nicht sein. Und das fand ich sehr cool gemacht. Also die ganze Atmosphäre von dem Film in diesem Zukunftssettings hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Umsetzung, wie gesagt, also die Bewegungsabläufe, die Logan Marshall Green da an den Tag legt, sind echt der Knaller. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Kämpfe, die Kampfszenen und alles fand ich richtig geil choreografiert. Also nicht nur einfach plump, mach mal hier, sondern es war richtig, richtig cool, weil eben es nicht so diese typischen Elemente sind mit, oh, wir hauen uns auf die Klappe. Eigentlich wollte ich sagen aufs Maul und ich habe die bessere Variante gesehen. Also man haut sich einfach aufs Maul und es sieht halt wie eine wilde Prügelei aus oder halt so standardmäßig durchchoreografiert oder halt so völlig abgedreht wie bei Jackie Chan Filmen. Nee, in dem Fall ist es wirklich, es wirkt sehr, sehr direkt und sehr gut gesteuert, weil du halt merkst, okay, da steckt dann doch ein Computerablauf mit drin, der dann relativ ansatzlos zum Beispiel Arme streckt. Und auch der große Gegenspieler Fisk, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, also Benedict Hardy, der ist übrigens nicht verwandt mit einem anderen Hardy. Der hat natürlich noch andere Fähigkeiten, ist auch ein Cyborg, hat andere Fähigkeiten. Und also so halb Mensch, halb Cyborg. Und das ist einfach sehr cool. Also hat mir echt erstaunlich viel Spaß gemacht, weil es war durchaus was Erfrischendes. Es war nicht so alter Tobak, hier Zukunftsfilm mit halb Mensch, halb Roboter, sondern ja, eigentlich eine ganz coole Geschichte auch dahinter und sehr cool umgesetzt. Wie seht ihr das? Ja, definitiv. Also hat er auch geringes Budget noch, also für so einen Sci-Fi-Film von 5 Millionen. Also dafür sieht er schon richtig gut aus. Es klemmt zwar hier und da mal ein bisschen, aber ansonsten war es ganz cool. Und das Ganze ist ja auch in Australien gedreht worden, in Melbourne, wenn ich mich da richtig erinnere. Und hat auch so eine Computerspiel-Ästhetik teilweise auch. Ne? Das, ja, was du mit den Kampfszenen meinst, ja. Ja, aber da es gab auch, Entschuldigung, du musst dich kurz einhaken, das ist auch sogar Kate aufgefallen. Es gibt so ein paar Kameraeinstellungen, da läuft der wirklich wie im Computerspiel. Also es ist wie, als ob du mit dem Controller dahinter hockst und den gerade steuerst. So eine, und der bewegt so sich auch so. Ja, also, nee, ist eher so eine Schulterkamera. Du siehst ihn vor dir in der Mitte des Bildschirms. Ja. Und genau, die Kamera bewegt sich so direkt mit, als wäre die so fixiert hinten irgendwo. Also wie Duke Nukem oder Tomb Raider oder sowas. Ne? Ja. Naja, fand ich cool. Also grundsätzlich fand ich die Kameraeinstellungen extrem cool. Also auch teilweise, wenn dann die Kamera die Bewegungen mitgemacht hat bei den Kämpfen.
Ach genau, wenn der so immer aufgestanden ist und die ist so mitgedreht. Ne? Ja, das, war, ja, das ist so cool. Also die Kameraarbeit bei dem Film war richtig, richtig gut. Was ich noch sagen wollte ist, also was mich ganz klein bisschen gestört hat, war, dass mich teilweise ganze Szenen an andere Filme erinnert haben. Zum Beispiel diese Szene, wo die in dem Auto sind, kurz bevor der Unfall passiert. Ich musste automatisch an Upload denken, weil das auch ein autonomes Auto mit einer Fehler war und dem Autounfall. Muss ich sofort an Upload denken. Oder wie du schon gesagt hast, Venom. Der unterhält sich mit etwas, was in ihm drin steckt und nur er kann ihn hören und die führen richtige Diskussionen teilweise. Und das ist Venom absolut. Ja. Das fand ich tatsächlich teilweise ein bisschen schade. Aber der Film ist extrem gut gemacht. Dafür, dass es wenig Budget gab und quasi kaum bekannte Darsteller, abgesehen vom Hauptdarsteller, war das ein richtig, richtig guter Film. Ich habe erst gedacht, als er angefangen hat, ist auch so ein bisschen komisch, der Mechaniker, der irgendwie sich eigentlich voll gegen diese Digitalisierung und alles wert, aber schon in dieser Zukunft auch lebt, ja. Das ist, auch wenn er sein Haus betreten hat, das war immer so, als wäre das Haus seiner Frau, weil die ist ja voll eins mit dieser Technik gewesen und er ist ja so voller Gegner und immer in seiner Werkstatt gewesen. Man hatte gar nicht das Gefühl, dass er da wohnt. Und das fand ich ein bisschen strange, weil diese Entwicklung kam ja nicht von heute auf morgen. Er ist ja, was spielt er? Mitte 30-Jährigen? Der muss ja damit groß geworden sein. Deswegen fand ich das ein bisschen seltsam, weil diese Entwicklung ist ja nicht über Nacht entstanden. Und das fand ich ein bisschen strange, aber ansonsten sehr, sehr geil. Echt ein cooles Ding. Also ich glaube, der wäre, wenn wir den richtig in der Sneak gesehen hätten, wäre der auch gut gegangen, schätze ich mal. Oh ja. Definitiv. Ja. In der Sneak wäre das super gewesen. Es ist so ein Film, kein Big-Budget-Film, aber irgendwie eine cool erzählte Geschichte, gute Darsteller. Schade, dass die Frau, du hast ja jetzt schon verraten, die stirbt ja relativ am Anfang gleich. Und ja, aber sie ist immer noch dabei. Also das steht schon in der Filmbeschreibung, dass die drauf geht. Nee, ich habe ja gar nicht großartig. Glaube ich sogar im Trailer. Ich meine nur, das fand ich halt schade, weil die fand ich ganz nett. Und fand ich ein bisschen schade, dass die dann schon relativ frühzeitig da verschwunden war aus dem Film. Aber gut, kann man nichts machen. Also wenn du noch einmal was gegen Ana de Armas sagst, hey, dann hau ich dir das hier alles um die Ohren. Ich habe jetzt hier gar nichts weiter gesagt. Ich habe nur gesagt, die fand ich ganz nett, die Schauspielerin. Und ja, ich fand die auch ganz nett. Fand ich schade, dass die so relativ frühzeitig dann schon verschieden ist in dem Film. Und dann wird es ja eine Rachegeschichte. Dann ist es was Persönliches. Und ich meine, im Trailer sieht man sogar die Szene, wo sie erschossen wird. Oh nein. Trailer hab ich just saying. Trailer habe ich nicht geguckt. Ich sehe gerade, die Schauspielerin hat mal bei den Power Rangers in der Fernsehserie hat sie mitgespielt, hat sie den Blue Mystic Ranger gespielt. gut. Okay, also Upgrade ist in der Amazon Prime Flatrate enthalten. Könnt ihr also gern mal reinschauen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn ihr jetzt in der kinolosen Zeit euch mal ein bisschen was gönnen wollt, ist vom Kinocast für gut befunden auf jeden Fall. Und ja, ich habe gerade noch den Trailer tatsächlich noch mal kurz laufen nebenher. Man sieht dann tatsächlich auch schon die Bewegungsabläufe, die ich gemeint habe. Also das mit diesem, wie er aufsteht und solche Sachen, das ist einfach großartig. Einfach mal reingucken. Wenn man den Film nicht gucken möchte, einfach kurz den Trailer anschauen. Ja, und wer den Film gucken möchte und das Sneak-Gefühl haben möchte, guckt den Trailer nicht, sondern guckt einfach den Film an. Ab 16 Jahren freigegeben, 100 Minuten geht er. Und Sci-Fi-Film. Was ich übrigens auch lobend erwähnen möchte, sehr angenehme Länge. Ja. Ja. Nicht so ewig gezogen oder so. Ja. Das ist wahr. Und ich fand, der sah echt teuer aus. Wo ich dann später gelesen habe, dass der nur 5 Millionen kostet, dachte ich, boah, okay. Also haben sie schon gut hingekriegt. Also echt gut gemacht. Von mir 7 Punkte. Also ich habe mich, ich gebe 7,5 Punkte und ich habe mich sehr gefreut, dass in Australien gedreht wurde. Das wusste man ja gleich, als Victoria-Film-Dingsbums da am Anfang kam. Ah, okay. Chris, bei dir? Weil ich jetzt gerade nochmal den Trailer geguckt habe, ich gebe ihm statt 7,5 tatsächlich 8 Punkte. Weil ich fand ihn echt sehr, sehr cool. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und auch die eine Kampfszene mit, oh, er hat ein Messer. Ja, haben wir auch. Einfach so mega humormäßig. Deswegen, das finde ich cool. Holt mich ab.
Es gab da auch mal in den 80ern oder Ende der 80er gab es mal so einen B-Movie-Trash-Film, der hieß irgendwie Nemesis oder so ähnlich. Der war auch so mit künstlichen, mit so Leuten, die immer mehr sich ihre Körperteile ersetzt haben durch irgendwelche künstlichen Sachen, wo dann irgendwann mal die Frage war, ist es jetzt noch ein Mensch oder schon ein Roboter, ne? Weil halt immer mehr ersetzt worden ist und wo die dann auch irgendwie ein bisschen Amok laufen und so. Entschuldigung, da muss ich gerade mal lachen. Bin ich ein Mensch oder bin ich ein Muppet? Ich sehe gerade, 92 ja. War es. 92, mit Oliver 92. Kroner. Ja. Oha. Mit Oliver Kroner. Da war ich 12, Kate war 4 und Erik war um die 40 schon. So ist es, genau. Ich habe den aus der Videothek damals noch ausgeliehen. Ja. Okay, der Director von dem. Für die Ding. Jüngeren unter euch, Videothek, da ging man hin und konnte Filme auf sogenannten Videokassetten oder DVDs und später sogar Blu-Rays ausleihen und musste die dann wieder zurückgeben gegen Gebühr. Ich glaube, der Regisseur, der ist jetzt so ein bisschen in eine falsche Richtung abgerutscht. Da gibt es doch diese vielen Filme, die so ähnlich klingen wie richtig gute Filme, die dann irgendwie versuchen, auf Blu-ray ein bisschen Erfolg zu haben. Der hat zum Beispiel 2017 einen Film gedreht, der heißt Interstellar Civil War. Oder er dreht übrigens jetzt auch gerade Cyborg Nemesis Doppelpunkt The Dark Rift, also quasi eine entfernte Fortsetzung okay. Von diesem Nemesis. Ja, hat okay. Auch solche Sachen gemacht wie Kickboxer 4, The Aggressor und sowas und Cyborg Warriors. Okay. Nehmen wir vielleicht mal bei Schläferz dran. Was gucken wir denn nächste Woche, Kate? Nächste Woche, also am 11. Ja, jetzt ist die Batterie alle von dem und Headset. Und für irgendwie. Eine Netflix. Warte mal, fang noch mal an. Du warst gerade weg. Ja, du warst gerade weg. Entschuldigung. Für unsere Heimsneak am 11.01. haben wir uns für einen Netflix-Film entschieden. Mit George Clooney, und zwar The Midnight Sky. Ja. Und für die nächste Woche, für den 18.01., geben wir euch schon mal einen Tipp. Es handelt sich hier auch um einen Netflix-Film. Und der Tipp ist Schuldig? Fragezeichen. Was kann das sein? Ich weiß es. Tippt mal in den Kinocast-Kommentaren oder falls wir es schaffen, in der Facebook, in der Gloria-Sneak-Gruppe eine Fragen-Thread aufzusetzen. Dann könnt ihr da auch gerne tippen. Okay, dann begeben wir uns mal in den Bereich des Heimkinos, obwohl das ja eigentlich auch Heimkino war. Oh, ne. Heimkino. Kate hat nämlich einen Film nachgeholt, den sie, hat sie glaube ich schon angeteasert in der Sendung. Ja, ich habe mir ein bisschen, wir haben ja nicht genug Pandemie, deswegen habe ich mir einen Pandemiefilm angeguckt und ich wollte eigentlich gar keine Pandemiefilme gucken, weil mich das angeätzt hat, weil wir in dieser Situation aktuell sind. Klar, nicht so blockbustermäßig wie in den Filmen, aber trotzdem, ich wollte es mir eigentlich nicht geben. Aber unser Kumpel, der Fabi, hat den angeguckt und fand den richtig gut und hat so die Parallelen zu uns jetzt, zu unserer Jetztzeit gesehen. Und deswegen musste ich ihn mir auch angucken. Und zwar handelt es sich um den Film Contagion. Dieses Schmuckstück ist, glaube ich, von 2011 und ist hochkarätig besetzt. Das muss man, ich sag das mal voraus. Da spielen mit Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Matt Damon, Jude Law und in einer kleinen Nebenrolle Bryan Cranston. Das war noch vor, glaube ich, noch vor Breaking Bad. Auf jeden Fall, es geht um eine Pandemie. Im Endeffekt ist es so, eine junge Frau, gespielt von Gwyneth Paltrow, kommt von einer Auslandsreise aus China, wohl bemerkt, zurück in die Staaten und wird krank. Und nach und nach wird auch in China jemand krank und in England wird jemand krank. Und das breitet sich immer mehr aus. Das Schlimme an dieser Krankheit, der ist tödlich. Also die meisten sterben daran und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Und der Film behandelt quasi die Verbreitung, also wie sich das Virus verbreitet hat und wie der Impfstoff versucht wird zu entwickeln, wie auch der ganzen Infektionskette hinterhergegangen wird. Also man versucht rauszufinden, wer war Patient Null und wie kam es dazu, dass die angesteckt wurde und so. Und ich war ehrlich gesagt extrem schockiert von dem Film, weil er doch bis zu einem gewissen Punkt
der Realität sehr ähnlich ist. Und davon können wir jetzt alle aktuell ein Lied singen. Denn die Forscher und die Virologen und so, die, die sagen halt genau das Gleiche, was wir uns immer die ganze Zeit anhören müssen. Halten Sie Abstand, benutzen Sie einen Mundschutz, versuchen Sie nicht ständig alles anzufassen, fassen Sie sich nicht ständig ins Gesicht, desinfizieren Sie sich, tun Sie die Hände regelmäßig waschen oder öfter waschen. Desinfizieren Sie sich? Halt, ja, also Desinfektionsmittel benutzen. Und das ist halt eins zu eins. Und dann guckst du diesen Film an, der extrem gut ist, muss ich sagen. Also mir hat er richtig gut gefallen, ich fand ihn richtig spannend. Guckst du den Film an und denkst so, oh nein, nicht dahin fassen, ah, jetzt hat er es auch. So, ne? Weil du genau weißt, wenn, wenn der jetzt dahin langt, dann hat er das, weil sie da gerade hingelangt hat und so. Oder, ja, oder sie so umarmt ihr Kind, sie hat Grippesymptome, aber umarmt ihr Kind und gibt ihm Küsschen, weil sie halt nicht denkt, dass es was Schlimmes ist. Und, das war, ich habe halt echt zwischendrin immer gedacht, oh nein, bitte nicht, lass das. So. Und was ich auch extrem befremdlich fand, war diese Nähe zueinander. Also wir sind jetzt bald ein Jahr in diesem ganzen Scheiß drin. Ja. Ich umarme außer meinem Freund und meiner besten Freundin quasi niemanden mehr. Ich habe niemanden, der mich in den Arm nimmt, sonst so. Das habe ich halt vorher nicht gemacht. Halt begrüßt oder so. Ah, noch so enge Personen, die man lieb hat oder so, die nimmt man ja mal kurz zur Begrüßung in den Arm oder gibt ihr einen Bussi auf die Backe oder sowas. Ah, oh, das habe ich nie leiden können. Das, oder auch gleich Zungenhals, dieses, je nachdem. So. Nein, jetzt pass auf. Ja, Schatz, du kriegst einen Zungenhals. Und auch dieses eng beieinander stehen, wenn man irgendwie am Supermarkt, irgendwie am Bäcker ansteht oder so. Also dieses enge beieinander sein, das hat mich irgendwie so schockiert in dem Film, weil wir das alle nicht mehr haben. Ja, ich halte den Mindestabstand. Ich könnte auch in Zukunft aufs Händeschütteln verzichten. Ich mache das jetzt einfach wie die Chinesen. Ich sage nur noch Hallo und winke. Und das ist einfach. Hallo. Man merkt einfach, dass man das eigentlich gar nicht braucht und dass man viel gesünder ist, wenn man sich nicht überall ständig die Hände gibt und alles, weiß ich nicht, jeden knuddelt, nur weil er Geburtstag hat. Also ich kann mit dem Fistbump gut leben, also muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ich brauche nicht mal einen Fistbump. Ich brauche man kann sich doch einfach zunicken und Hallo sagen und dabei lächeln. Der Hacker, reicht doch voll der und ganz. Gewesen und so. So, aber wer kennt das nicht? An der Supermarkt kannst du stehen, einfach mal den Menschen hinter sich umarmen. Also kennt das nicht. Aber kennt ihr das, wisst ihr, was ich meine mit diesem Gefühl, dass das jetzt so befremdlich ist, nachdem wir jetzt fast ein Jahr so leben? Ja, das hast du ja schon, wenn du irgendwelche Serien guckst und da kommt sich irgendjemand Fremdes nahe, wo du denkst, oh, oder irgendwas, irgendwelche alten Serien. Ja, nee, ich finde in Serien oder so geht's noch, weil die meisten Serien, die ich hier gucke, die haben ja nichts mit Pandemie oder so zu tun. Das wird jetzt alles noch kommen. Es gibt ja genug Serien, die jetzt das Thema auch aufgreifen werden. Aber also gerade, wo ich jetzt diesen Pandemiefilm geguckt habe, der Frau geht schlecht, ja, und die drückt halt alle möglichen Leute, ihren Mann, ihr Kind, ihre Nachbarin und ach, hab ich wieder zurück von der Reise, knuddel, knuddel. Und ich denke mir nur so, nein, du bist krank. Selbst wenn du eine normale Grippe hättest, solltest du dich von den Menschen fernhalten, um sie nicht anzustecken. Und das ist halt, nicht nur weil wir ein Pandemievirus haben, sollten wir auf die anderen Acht geben. Wir sollten das grundsätzlich tun, wenn wir krank sind. Wir sollten auch nicht unseren Schnupfen überall verbreiten. Ja? Also ich finde, wenn wir was aus der Pandemie gelernt haben, dann das, ja, dass wir grundsätzlich auf die Menschen achten sollten, auf die anderen und nicht nur, weil es Corona gibt. Ja? Und dieser Film, also wer noch nicht ganz die Schnauze voll hat von Pandemie und einfach mal sehen will, wohin das eventuell laut Hollywood laufen könnte, schaut doch den mal an. Das ist ein guter Pandemiefilm. Contagion. Gibt's aktuell bei Sky Go und Sky On Demand. Oder bei Amazon zum Leihen. Gibt noch einen anderen guten Pandemiefilm, der heißt World War C. Also World War Z. Ja, auch gut. Den gibt's als... Da gibt es halt Zombies. Ja, ist aber ja ist mehr oder weniger. Jedenfalls. Das war der Film sponsored bei Pepsi, ne? Und da gibt's noch jetzt eine verlängerte Version, Director's Cut, den kann ich sehr empfehlen. Weil damals ein bisschen Kritik eingefahren und der ja. Also als Pandemiefilm absolut bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Zombies draus werden. Ja, ich meine, das ist halt ein unterhaltsamer Film. Ich fand Contagion halt, hat sich ein bisschen gezerrt immer so.
Das war wieder so ein typischer Soderbergh-Film, der musste wieder, hat sich wieder geweidet in irgendwelchen Kameraeinstellungen und sowas, bis es dann endlich mal vorwärts gegangen ist und so. Und was ich ganz nett fand, wenn ich mich recht erinnere, ich habe den ja damals im Kino gesehen, war so, dass wirklich, du wusstest nie, wer stirbt, weil es gab ja wirklich von Anfang an gleich Major Deaths, ja, irgendwelche Top-Schauspieler, wo du denkst, okay, das ist jetzt hier, und dann zack, weg. So, da wusstest du, okay, es ist offensichtlich doch gefährlich. ja, und das fand ich ganz gut gemacht, aber ansonsten, ich mag so da gab es so eine bestimmte Soderbergh-Phase, auch so bei den Oceans-Filmen und sowas, da hat er sich einfach so teilweise verloren in irgendwelchen Kameraeinstellungen und so. Was mir bei Contagion übrigens auch gut gefallen hat, ist, war diese, ganz am Ende, ohne Ton, also ohne Text, einfach nur Musik und so, gibt es so eine kleine Anreihung von Szenen, die dann zeigen, wo das Virus herkommt. Und dass es eigentlich mordsmäßig harmlos ist, aber dann halt in der Kombination zu was Riesigem, Gefährlichem geworden ist. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass man halt auch die Auflösung kriegt, wo kam dieses Virus denn her? Ja. Na gut, also kannst du empfehlen, Contagion. Wer es noch nicht gesehen hat, empfehle ich den auch mal. Also den kann man schon mal angucken. Das war jetzt meine Kritik, war auf hohem Niveau. 7 Punkte gebe ich ihm. 7 Punkte. Ich habe, nachdem er jetzt so eine Sonderfolge Jerks rauskam, mit Christian, hast du es endlich angeguckt? Ja, ach, schon längst, schon Weihnachten oder wann das war, mit Christian Ulmen und Fariadim, habe ich dann irgendwann, ich habe bei mir hier auf der Festplatte vom Rekorder einen Film gefunden, den hatte ich irgendwann mal aufgenommen mit Christian Ulmen, der heißt Maria, ihm schmeckt's nicht. Der ist von 2009 und den nicht hatte ich noch. 2008? Weiß gar nicht mehr. Ich hatte mir jetzt, ist egal. Wer liegt da so nah beisammen? Ist irgendwie über 10 Jahre her. Sagen wir so. Und den hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen gehabt und dachte ich mir, ach, guck's nochmal an. Und so, mal gucken, wie er sich da so gibt in einem richtigen Kinofilm. Und der Christian Ulmen spielt hier den Jan. Der möchte seine Freundin Sarah heiraten. Das ist eine Deutsch-Italienerin. Und eigentlich läuft das so ganz ruhig an. Der Vater von seiner Freundin Sarah lebt auch schon seit vielen Jahren in Deutschland, ist damals als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hat eine deutsche Frau geheiratet. Und natürlich ist dann so, er möchte gemäß alter Sitte sich bei dem Vater dann auch mal vorstellen und die Hand der Tochter anhalten. Und so richtig viel Kontakt hatten sie, glaube ich, vorher nicht. Und stellt sich raus, der italienische Vater, der Antonio, der ist wohl doch eine ganz eigene Marke und das ist alles gar nicht so einfach und er hätte halt auch gern, dass sie in Campobello in Italien dann heiraten und die fahren dann halt alle da runter und dann ist natürlich dieser riesige Culture Clash, ne, von so einem kleinen italienischen Dorf, wo sich jeder kennt und dann haben auch welche Beef miteinander und Christian Ulmen muss sich da irgendwie so rein. Da sind sehr viele solche Cringe-Szenen drin, die man jetzt auch von Jerks kennt. Hat mich ein bisschen überrascht. So, da waren echt so viele Sachen drin, wo ich dachte, oh, das könnte 1:1 aus Jerks kommen, wo er wirklich in so ein Fettnäpfchen tappt und dann einfach dieses Messer in der Wunde so gedreht wird. Chris weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ich weiß. Ich kenne ja den Film. Da habe ich gedacht, oh, ey, schon vor über 10 Jahren hat er quasi so ein bisschen diese Art von Humor schon umgesetzt, selbst in diesem, das war ja ein Mainstream-Kinofilm. Und natürlich ist dann noch sehr viel mit Italiener, deutsche Vorurteile, überwundene Vorurteile, dann auch, ich fand es sehr schön gemachte Rückblenden, wie das war, als der Italiener nach Deutschland gekommen ist, wie das erstmal auf ihn alles gewirkt hat. Insgesamt ist es jetzt bei Weitem nicht so wahnsinnig lustig, wie ich vielleicht gedacht hätte, wie es hätte sein können. Wir kennen ja auch so französische Komödien, wo so irgendwas thematisiert wird mit Culture Clash und hier Willkommen bei den Sties und so. Und hätte ich mir ein bisschen witziger gewünscht auch, vielleicht auch Christian Ulmen ein bisschen mehr, ein bisschen schärfer. Und dann sind so diese üblichen Sachen drin, so vor der Hochzeit, wenn nochmal jemand Bedenken bekommt und dann reißt er aus und muss wieder zurückgeholt werden. Also da waren mir zu viele Mechanismen drin, die man schon 1000-mal gesehen hat in anderen Filmen. Aber ansonsten echt ein ganz netter Film, den man durchaus mal gucken kann, wenn man noch nicht kennt. Ich gebe mal 6 Punkte. Und ihr habt jetzt noch einen Film nachgeholt, den wir als Rezensionsdisc bekommen hatten.
nämlich... Ja, wir haben Run-its gesehen, aber das machen wir ganz arg schnell. Ja, also das geht. Den hatten wir erst vor 2 Wochen da. Also wir haben ihn jetzt gesehen. Es geht, ganz kurz nochmal angerissen, um diese Mutterliebe, die etwas übertriebene. Und ja, an sich eigentlich ganz cool gemacht. Irgendwie im Endeffekt, ich kann nicht genau definieren, was mir fehlte, aber irgendwas fehlte mir. Es war an sich eigentlich eine recht... Ja, nicht ganz runde Sache, aber also es ist dieses, es war jetzt nicht scheiße, aber es war jetzt auch nicht besonders super gut. Deswegen, man kann mal reinschauen, durchaus interessantes Thema, teilweise gut umgesetzt, teilweise auch wieder nicht. Deswegen bin ich bei 6,5 Punkten, ganz schnell abgehandelt. Kate? Ja, ich bin da ähnlich dabei. Die Grundgeschichte ist, glaube ich, nichts Neues. Es gab, glaube ich, schon mal was Ähnliches. Sarah Paulson hat einfach ein Händchen für diese skurrilen Psycho-Rollen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber auch mir hat irgendwie der letzte Kick gefehlt. Ich bin auch bei 6,5 Punkten. Okay. Kurz abgehandelt, so schön, super, oder? Ich habe auch noch einen. Ich habe auch auf meiner Festplatte hier vom Recorder habe ich einen Film gefunden, der heißt Stratton. Und der Film ist gemacht von Simon West, ist der Regisseur. Der hat solche Sachen gemacht wie Tomb Raider, hier den mit Angelina Jolie. Der hat gemacht Con Air mit Nicolas Cage. Hat der mal ganz witzig. Wehrlos, die Tochter des Generals. Expendables 2. Wildcard mit Jason Statham zum Beispiel. Also die besten Voraussetzungen. Und das Ganze, Stratton, basiert auf einer sehr erfolgreichen Romanreihe über einen Elite-Agenten von so einer Marine-Einheit von den englischen, quasi von dem englischen Marine-Pendant, also was aber eigentlich als Vorlage gedient hat für die US Marines. Und dieser wird gespielt von Dominic Cooper, der spielt den John Stratton. Und der muss in diesem Film, ist er am Anfang in so einem Einsatz in Iran irgendwo, wollen sie irgendwas in die Luft sprengen, nee, im Irak, Entschuldigung, ein Labor für biochemische Waffen. Ganz, ganz schlimmes Ding. Und ja, man sieht zwar, da stehen überall Autos mit europäischen Kennzeichen rum und so. Das war ein bisschen cheesy und so. Und dann wird sein Kompagnon, mit dem er da reingegangen ist, sein langjähriger Partner wird erschossen auf dem Weg. Also die Mission, die gerät irgendwie völlig außer Kontrolle und er muss da irgendwie rausgeholt werden. Und er kommt dann zurück nach London und wird dann beauftragt, den sowjetischen Geheimagenten Barowski, gespielt von Thomas Kretschmann, aufzuspüren. Und dieser Thomas Kretschmann war auch der seinen Pater da erschossen hat im Irak. Das hat er auch nämlich auch gesehen. Und ja, deswegen, das ist jetzt was Persönliches und er will halt Kretsche zur Strecke bringen. Und ja, das ist der Film und der ist richtig scheiße. Also ich dachte, also der sollte eigentlich als Vorlage dienen für eine erfolgreiche Reihe, die da etabliert werden sollte. Es gab wohl schon sehr viel Querelen am Beginn, wo das ein Drehstart begonnen war, weil eigentlich sollte Henry Cavill den Hauptdarsteller spielen und ist aber wirklich 5 Tage vor Drehbeginn irgendwie hat er hingeschmissen, weil er gesagt hat, das ist alles scheiße. Und dann haben sie schnell Dominic Cooper irgendwie reingeholt ins Boot und dieser Film, der, also das ist jetzt keine richtige schöne, wie man es nennen würde, vielleicht so Origin-Story bei so Geheimagenten, also wie kommen die dazu, was sind die, also wie damals bei James Bond irgendwie so der erste Film, wo der etabliert wird, die Figur, oder wie bei der Serie Jack Ryan hier auf Amazon Prime, wo man so ein bisschen erfährt, was ist das für eine Person, was macht der, wie tickt der, sondern hier wurde eigentlich so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, also es ist einfach sinnlose B-Movie-Action, total Stereotyp und völlig Banane, ein paar nette Nebencharaktere gibt's, die aber leider halt dadurch, dass eben der Film wirklich ein völliger Flop war, auch im Kino, der lief sogar im Kino, das wird es keinen weiteren Teil geben, was an sich von der Romanreihe von den Fans sehr bedauert wird, weil die sollen wohl sehr gut sein. Hätte wohl so ein neuer James Bond sein können, aber ja. Aber der Film, der taugt echt nichts. Den kann man jetzt tatsächlich noch auf Sky irgendwie gucken in der Mediathek, Stratton. Wenn man ein bisschen B-Movie-Geballer sehen will, geht halt knapp über 1,5 Stunden, also auch eine konsumierbare Größe, aber taugt nicht so wahnsinnig viel, also ich gebe mal
3,5 Punkte. So viel? Ja, ja, okay. Dann sind wir ja schon soweit durch mit allem. Achso, vielleicht, Chris, für dich eine Szene bei Stratton. Gleich am Anfang, da musst du nicht weit reingucken, die ist ein bisschen Tarkov-mäßig, also wo sie da gehen sie durch dieses, ja, durch diese Industrieanlage, wo halt wirklich keiner ist und die müssen halt da diese Bombe irgendwie platzieren und sie wissen nicht, wo ist jemand und da sind auch teilweise so ein paar computermäßige Einstellungen, wo du dann so quasi durch die Augen First Person das so siehst und so mit so Anzeigen, das ist ganz nett, aber wie gesagt, den Rest muss man sich nicht unbedingt geben. Ja. Okay, dann geht's ja schon in die Rätselecke. Ha. Rätselecke. Heute kann ich mich mal wieder zurücklehnen. Mal gucken, was da kommt. Ich rufe, Moment, ich muss ganz kurz IMDb aufrufen. Ich starte schon mal meine also Alexa. Ich muss vorneweg sagen, wenn der Chris dieses Rätsel nicht löst, dann tut er mir ganz dolle arg leid. Hast du ein Rätsel für den Chris gemacht? Das ist ja unfair hier. Ist ja unfassbar, dieser Druck, der hier schon aufgebaut wird. Ich weiß halt, dass wenn, also ich weiß halt nicht, wie du zu diesem Rätsel stehst. Anna de Armas, also, pass Lösung. Auf. Ich möchte lösen. Also. Harry Potter. Also. Hör dir mir zu. Wir hören. 1998 kam ein Independence Film in die Day. Kinos. Halt die Klappe. Fettes kam ein Brot. Film in die Kinos. In diesem Film 96. wurde das Wort Fuck oder diverse Abhandlungen davon insgesamt 292 Mal gesagt. Welchen Film suchen wir? Pulp Fiction. Nein. War der von 98 Pulp Fiction? Ach so, 98 stimmt, das ist später. Ich weiß nur, Pulp Fiction hat ja lange Zeit geführt als Film mit den meisten von diesen Flüchen. Also ich glaub, okay, aber nicht, wir dürfen doch nur Ja-Nein-Fragen stellen. Ich kann doch schon mal gleich lösen wollen. Ich habe jetzt Nein, jetzt bist du dran, Chris. Es war bestimmt nicht Harry Potter, die habe ich gesehen. Da ist nicht so viel mit Fakten. War es ein Film aus diesem Jahr, den man heute auch noch bedenkenlos schauen kann? Ich glaube schon. Gut, damit sind eigentlich alle Pseudo-Comedy-Filme von damals raus. Ich weiß nicht, was bedeutet für dich Pseudo-Comedy? Du hast ja gesagt, das passt. Wie oft war das? Sagen wir es so, wenn ich den Film jetzt einlegen würde, würden wir ihn angucken, ohne zu sagen, was ist das für ein Rotz? So. Wie oft war da Fakt drin? 292 Mal. 292. The Big Fakt Lebowski. Oder eine diverse. Korrekt. Er überlegt, welche und? Filme kamen um diesen Dreh rum raus und es muss dann der Big Lebowski sein, weil da wird so viel geflucht. Das ist so warte, cool. ich hab noch mehr bei dem Thema. Oh, ich liebe das den Wort, Dude. Das Wort Dude wurde insgesamt 161 Mal benutzt. Der Dude selbst sagt Man 147 Mal, also fast 1,5 Mal pro Minute. 98 war der erste. Ich hätte ihn vielleicht. Ja. Oh, ich liebe ihn. Der ist super. Der hatte seine Weltpremiere am 18. Januar beim Sundance Film Festival. Niemand und kam dann am 6. März offiziell in die Kinos. Das sind die Listen. Die glaubt man gar nicht. So. Ich wusste, dass der Chris das rausfindet. Oder die Asche verstreuen. Die Asche verstreuen. Oh mein Gott, ich liebe hey diesen Mann, Film. Hey Mann, nenn mich doch nicht Mr. Lebowski, nenn mich Dude oder eure Dudeheit oder El Dudorino. Ja, El Dudorino. His Dudeness. Ja, genau. Steve Buscemi, John Goodman, Julian Moore, Philip Seymour Hoffman. Der Teppich, Tara der das Reed. Zimmer erst gemütlich gemacht hat. Ja, Teppich. Was? Und Jeff Bridges als der Dude, natürlich. Aber Alter, ehrlich gesagt, wo ich mich am meisten kaputt lache, ist auch immer noch bei der allerersten Szene im Film. Da geht er in den Supermarkt rein, kauft sich eine Tüte Milch, trinkt schon die Hälfte aus und bezahlt die an der Kasse mit einem Scheck. Ja. Ja. Das ist so gut. Könnte ich eigentlich auch mal wieder. Oh mein Gott. Mhm. Aber ich finde es total schön, dass ihr so zum Lachen gebracht werdet durch meinen Film. Sam Elliott als der Cowboy am Anfang. Dann schmeißen wir den falschen Hasen raus. Was ist ein falscher Hase?
Oh Mann, ja. Oh Gott. Jetzt hab ich Bock, The Big Lebowski zu gucken. Aber das ist auch ein Film, der auf Deutsch gut funktioniert, finde ich. Und was trinkt der? Was trinkt der? Welches Getränk trinkt der? White Russian. Natürlich, White Russian. Mhm. 9 Stück. Ja. Gibt's, und wo die Tasse auf die Fresse kriegt. Gibt's ja Kaffeetasse. In Dorfdiskos unter Bezeichnung Sperma, ne? White Russian. Ja. Super. Super. Tja, aber Diskos, das war auch lange vor der Zeit hier. Chris, ja, das heißt ja, du bist nächste Woche dran. Schreib dir das in dein Hausaufgabenheft. Ja, Chris ist wieder dran. Ja. Ich mache einfach ein Harry Potter Rätsel. Das seid ihr ja die beiden Experten hier. Ja, du weißt ja nicht, was schwer ist und was nicht. Du hast ja nicht gesehen. Doch, ich sag nämlich einfach, welche Schauspieler von The Big Lebowski haben auch bei Harry Potter mitgespielt. Ach, aber wobei Stratton hat auch einer von Harry Potter mitgespielt, die ich ja jetzt mittlerweile alle erkenne. da hat der Malfoy mitgespielt. Der ist einer von denen. Du kennst dich sogar mit Namen. Siehst du mal, ich bin jetzt voll sattelfest hier bei Harry Potter. Malfoy ist der hallo, stopp, hallo, Blonde, der, ne? Alte, der kleine Blonde, der alte oder Junge? Der Junge. Der kleine, Tom Felton. Ist ja witzig. Nee, nicht. Warte so mal. So viele Falten hatte der, glaub nicht. Mal gucken hier. Also der junge Draco Malfoy wird gespielt von Tom Felton. Ja, ich glaube, dann war der das. Ist aber nicht so wichtig, weil der Film war nicht gut Stratton. Also, aber halt UK-Film. Ich meine, wenn du in der UK einen Film drehst, da spielt definitiv irgendeiner, der bei Harry Potter mitgespielt hat, mit. Weil so viele Schauspieler haben die ja nicht. Bei Harry Potter haben sie ja irgendwie alle mitgespielt. Gefühlt. Ja. Ich muss das jetzt hier gleich mal verifizieren, ob das Tom Felton ist. War doch mal ein ganz nettes Rätselchen hier. Und dann sind wir auch schon bei den Musiktipps. Ich hoffe, die Kate sucht jetzt nicht nur nach dem Ding, sondern trägt auch noch ihren Musiktipp ein. Ich hoffe, sie hat einen. Oh, warte. Und hier. Music. Ich habe aus dem Film Maria, mir schmeckt's nicht. Ist ein schönes von Sportfreunde Stiller drin. Und zwar haben die das ein Kompliment auf Italienisch. Den gibt es leider nicht bei Spotify, habe ich schon geguckt. Oh nein! Un Complimento. War echt cool. Un Scandalo. Deswegen gibt es halt ein Kompliment auf Deutsch. Okay, das ist auch ein schöner Song. Ich habe von Ludwig Göransson The Mandalorian. Mhm. Das ist die das Titelmelodie ist von The Mandalorian und okay. Ich liebe es einfach. Ja. Ich habe von Nickelback Rockstar. Wir packen doch kein Nickelback hier drauf, oder? Ach komm. Okay. Demnächst kommst du noch mit Pearl Jam oder was? Also bitte. Rockstar ist ein saugeiler Song. Okay, alles klar. Gab's da nicht eins von, gab's da, Do You Wanna Be a Rockstar? Was war denn das hier? So ein Rap-Song. Der war auch gut. Ja, na gut, packe ich ganz, drauf. Ist ganz anderes. Ja. Packe ich drauf auf die Kinocast-Songs-Playlist, die ihr abonnieren könnt, liebe Hörer. Wenn ihr schon bei Spotify jetzt diesen Podcast hört zum Beispiel, dann checkt mal unter Kinocast-Songs gibt's die Playlist. Da müsste jetzt mittlerweile schon einiges drauf sein. Und da bekommt ihr so aus unseren verschiedenen Empfehlungen jede Woche. Dann geht es jetzt mal rein in den allgemeinen Bereich. Also einmal haben wir einen neuen Sponsor. Und zwar der Stefan S. hat in der vergangenen Woche uns 5 Euro bei Auphonic gespendet. Vielen Dank dafür. Das ermöglicht uns hier diese ganze Audio-Mastering und so weiter, damit ihr da die Folgen immer schön mit Titelbild und mit Chaptermarks habt und so. Wenn ihr nicht über Spotify hört, dann ja, vielen Dank dafür. Und danke. Jo. Danke. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf Midnight Sky nächste Woche, weil habe ich schon so geteilte Meinungen gehört. Mal sehen, wie er mir gefällt. Und bin ich gespannt. Dann bleibt alle gesund. Ihr beiden auch. Ne? Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ja, du auch. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.